Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Song-Tutorial. Heute geht es um den Klassiker I Love Rock'n'Roll in der Coverversion von Joan Jett. Ja, das Lied stammt aus dem Jahr 1975, ist ein Rocksong von Alan Merrill und Jake Hooker von der Band Arrows. Die erfolgreichste Coverversion, die lernen wir heute, ein Lied, das auf Platz 80 oder 81 der Rock'n'Roll Billboard Charts aller Zeiten gelandet ist, unter den 100 coolsten Gitarrensongs aller Zeiten. Ich wünsche euch viel, viel Spaß heute. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Wir gucken gleich mal in den Chat hier rein und werden heute richtig viel Spaß haben mit diesem Song. Wir haben nur drei Akkorde, ja, tatsächlich. Wir haben einen Lick in der E-Moll-Pentatonik. Und ein Gitarrensolo in E-Dur, was sehr süß ist. Ich habe einen passenden Sound auch für das Lied programmiert, sodass das Ganze so authentisch wie möglich klingt. Wir reden auch über den Sound. Das macht immer wieder Spaß, da auch den einen oder anderen Tipp durchzugehen. Und ich habe meine Paul Reed Smith am Start, weil an ein, zwei Stellen ich das Tremolo brauche, um da den A-Dur-Akkord einfach mal so ein A-Power-Akkord ein bisschen runterzudrücken. Herzlichen Dank, hallo. Bild und Ton ist gut, wunderbar. Das ist sehr, sehr schön und freut mich sehr. Also 1981 Coverversion des 75er Originals von Joan Jett and the Blackhearts. Man mag es kaum glauben. Das Lied wurde sogar von Gildo Horn gecovert 1995 und von Britney Spears in 2001. Das war die erfolgreichste Version, die wir heute durchgehen. Und ja. Platz 89 der Greatest Guitar Songs of All Times, Rolling Stone Magazine. Wir werden schon schauen, warum. Ne? Also super, super Riff mit ein paar Dead Notes, mit ein paar Artificial Harmonics, da werden wir auch drüber reden. Ja, dieses. Wenn wir schauen, wie man dieses Gequietsche hinbekommt und Akkorde, die aus dem Nichts durch das Tremolo plötzlich nach oben kommen beim Sound. Und das hat ihr Image nachhaltig geprägt. Das hat ihr wahnsinnigen Erfolg beschert. Und ja, über 1 Million verkauft. Direkt, ne, war mehrere Wochen, 7 Wochen Platz 1 in Amerika. Ne? Also, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß. Ich weiß, es ist heute Feiertag, aber und viele sind unterwegs, aber trotzdem werden wir heute viel, viel Spaß haben. Ich grüße jeden ganz herzlich. Jürgen, Markus, die ganz Fleißigen sind hier am Start. Wunderbar. Kopienchen, Peter Winkler, ich grüße euch alle. Super. Ich freue mich wirklich, das Lied für euch heute durchzugehen. Also, wenn wir kurz in den Text des Liedes reinschauen, dann stellen wir fest, wir haben E, A und B. Ein deutsches H, das sind unsere Akkorde in dem Lied, die werden als Power Chords hier sehr, sehr fett gespielt. Vom Sound her verwende ich einen getunten Marshall, das ist ein Soldano. Diesen Amp gab es in den 80er nicht, aber so wie ich das höre, ist in der Originalaufnahme definitiv ein Marshall-Verstärker verwendet worden vom Sound her. Das ist der klassische Rock-Sound. Knackig. Ich habe ein bisschen Halt drauf, nicht zu viel. Im Original haben wir zwei Gitarren, die übereinander liegen und teilweise sich auch ein bisschen in die Quere kommen. Wenn das Intro vom Solo kommt, wird die Melodie einmal hier gespielt in Moll und einmal in Dur, das Gitarrensolo. Das ist fürs Ohr so ein bisschen verwirrend, aber da schauen wir doch gleich dann rein und gucken, wie wir das lösen können. Okay? Also. Nichts Schwieriges, deswegen halten wir uns auch nicht lange auf mit den Akkorden, gehen gleich hier in das Guitar-Profile rein. I Love Rock'n'Roll, Joan Jett and the Blackhearts. Und hier auch die Credits for the Music. Alan Merrill, Jake Hooker. Also, was haben wir hier am Start? Tempo 96, Viervierteltakt. Wir haben ein E5 Power Chord. Der wird so gegriffen. Also wir haben die leere E-Seite und 2-2. Und das Wichtige bei diesem Riff sind diese Dinge, damit der Sound entsteht. Das Allerwichtigste ist die direkte Pause. Diese Pausen müssen
scharf eingehalten werden. Dann das X hier, das ist eine Dead Note. Gehen wir auch gleich im Detail drauf, wie man das spielt, damit dieser Sound entsteht, dieser perkussive Schlag, bevor die 3, also das G hier, kurz um einen Viertelton hochgezogen wird und dann praktisch die Einleitung gibt auf den A-Power-Chord. Und ihr seht von der Struktur, da, da, Pause, da, da, ba, 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 ba. Das macht 80% des Liedes aus. Dieser Riff ist so bekannt und jeder, der Bock hat, Gitarre zu spielen, wird sich diesen Riff im Laufe seines E-Gitarrenlebens mal reinziehen. So, wie konkret spielt man das? Ich spiele es jetzt einmal vor und dann erkläre ich das im Detail, okay? Oh, die Kamera kann man hier noch ein bisschen... Ja, super, okay. Das ist diese berühmte Riffabfolge mit einem Lick am Ende. Den Lick schauen wir uns auch natürlich gleich an. So, wie wird das gespielt? Wir haben den E5 Power Chord, hier den Finger flach, im zweiten Bund. Denkt dran, das Ganze geht von den Akkorden E, A und H, beziehungsweise im Englischen B aus. Verschobene A. Also, dieses E wird so gegriffen. Und wir spielen die dicke E, A und D-Seite. Zweimal, also natürlich, der Sound ist wichtig. Dieser angezerrte, angecrunchte Marshall-Sound, den man da hört, sehr, sehr wichtig. Ich arbeite ab und zu hier mit dem Volumen-Potty. Beim Solo drehe ich ihn natürlich voll auf. Und ich bin die ganze Zeit auf dem hinteren Tonabnehmer auf der Gitarre. Also wenn du den Power Chord zweimal spielst, dann ist wichtig, hier mit der Handkante dann sofort zu stoppen, um die Pause einzuhalten. Das macht diesen Riff so prägnant und so schön. Dann nochmal das E. Und jetzt kommt etwas, dann will ich, dass du genau drauf achtest, weil das kannst du am besten lernen, wenn du mich imitierst. Und Imitation bedeutet, nachzuschauen, wie halte ich meine linke Hand? Was mache ich hier? Ich dämpfe die dicke E-Seite an dieser Stelle ab. Ich habe hier einen Schlag, einen schnellen 16. PM Palmmute. Und das ist der Sound, den man da hört. Nicht drücken, wenn ich drücken würde, dann würde man die Töne hören, die Noten, sondern nur die Finger drauflegen und dann mit dem Mittelfinger sofort das G greifen, hier im dritten Bund. Kräftig anschlagen. Und dann einen Viertelton nach unten ziehen. So, dieser Viertelton, das ist so eine Sache, das kann ganz schnell wie die Kuh Elsa klingen, ne, wenn du die am Schwanz ziehst. Ne. Das soll also nicht so klingen, sondern es ist ein Viertelton. Und das kannst du am besten üben, indem du die Seite anschlägst, nach unten ziehst und dann stoppst. Also wenn du zu weit gehst, dann hast du diesen Sound. Okay. Ja, ein bisschen probieren, reinhören, nicht zu stark. Das ist wirklich nur ein Viertelton, so ein leichtes Bend nach unten. Und du wirst sehen, dass ich die abgedämpfte Note nach unten schlage und dann beim Hochkommen die 3 hier spiele, das G und die Saite leicht nach unten ziehe. Das macht viel von dem Klang aus. Also wenn ich das gemacht habe, muss ich wieder abdämpfen und dann kommt sofort der A-Power-Chord zweimal. Genau hier, also wir haben diesen Vierteltonband und dann geht es auf das A-Power-Chord. Der A-Power-Chord ist genau identisch wie das E, nur eine Seite tiefer. Zweimal, Stopp, die Pause. Und dann im zweiten Bund ein Power-Chord mit 3 Fingern. Und dann hier an der Stelle, wenn du den gespielt hast,
hast du wieder diesen. Effekt, diese Dead Note mit dem gebändeten, mit der gebändeten 3, das hast du so oft, das hörst du von Bon Jovi, Dead or Alive, bis zu ganz, ganz vielen Rocknummern, ist dieser Trick verwendet worden. Das klingt halt einfach cool. Und darum geht's. Es soll cool klingen, mehr nicht. Aber jetzt weißt du, wie der Trick funktioniert, jetzt weißt du, wie der Riff funktioniert, jetzt schauen wir ihn uns komplett an und beendet wird das Ganze hier mit zwei Schlägen auf dem E und einer langen Pause. Und dann wird hier im sechsten Takt ein E-Power-Chord gegriffen und zweimal gespielt mit der dicken E-Seite. Also einmal unten. Und dann kommt dieser schöne Lick hier oben im 12. Bund in der E-Moll. In der E-Moll-Pentatonik. Gucken wir uns gleich an. Jetzt spielen wir einmal das komplett durch auf Tempo 70, das legendäre Intro. Wechsel und... dann geht das Ganze wieder von vorne los. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier im vierten Takt vom A ein Wechsel, ein Schlag auf dem B5 und dann wieder ein A und dann zweimal das E. Diese beiden Takte mit Vorzähler. 2, 3 und... Okay, natürlich machen wir es auf dem Originaltempo. Das ist einfach viel besser. Und hier, das ist die Schwierigkeit, schnell zu wechseln vom H aufs A und das E5 zweimal. Das muss man üben. Okay, so, dann, ich gehe hier rein und dann komme ich besser rein. Super. Nachdem wir hier im siebten Bund den Drei-Finger-Power-Chord E5 gespielt haben, zweimal, haben wir wieder einen Stopp. Und dann kommt unser bluesiger Lick. Das Lied ist ein E-Dur, aber wir haben hier einen E-Moll-Lick. Das funktioniert natürlich im Rock'n'Roll, im Blues und im Rock, dass man die Moll-Pentatonik auf einem Dur-Akkord spielt. Das gibt diesen besonderen bluesigen Sound. Okay, also du hast hier ein Ganztonband von 15. Full bedeutet, du bändest hoch bis 17, kommst sofort rund auf die 12. Und das ist eine fließende Bewegung, ein ineinander fließender Noten. Hochziehen, ein Ganzton. Runter und dann ein Pull-Off auf die 12. Ein Pull-Off. Du kannst die 12 auch nochmal picken, wenn du willst, aber das wird so schnell ausgeführt, dass du da besser fährst, meiner Meinung nach, wenn du einen Pull-Off machst. Also, wenn du Ganztöne noch nicht geübt hast beim Bending, dann schau dir bitte mein Video an zum Thema Bending und Vibrato. Dort zeige ich dir sehr, sehr detailliert und in Nahaufnahmen, wie man Bendings übt, sodass du dann die Note exakt triffst. Zum Üben ist es sehr hilfreich, die Note vorher anzuspielen und dann die Saite hochzuziehen und dich daran zu gewöhnen, diese Note wirklich ansatzlos zu treffen. Und dann haben wir die 14 auf der G-Seite und dann wieder diesen Effekt. Und hier wird die 12 an dieser Stelle, sieht auch die, hier geht die Linie nach unten, ein Viertelton so nach unten gebändet. Langsam.
hören uns das mal an. Nur die Gitarre. So funktioniert das. Und dieser Lick kommt so oft vor im Lied. Also den muss man gut üben, damit der problemlos funktioniert. Die Strophe spiele ich jetzt mal durch. Okay, und los geht's. Ja, gleich eine, oh, sorry, dass das hier verrutscht war, ziehen wir es wieder hoch, dass ihr es besser sehen könnt. Hier habt ihr gleich eine Schwierigkeit gesehen, die entsteht, wenn du ein Lied spielst mit zwei Gitarren. Wenn die eine Gitarre spielt ein E-Power-Chord hier, die zweite Gitarre spielt und die nächste Gitarre spielt ein Sekundenbruchteil später aus der Position 12 hier unten den E-Power-Chord. Wenn dir das zu weit ist, dann kannst du auch den Power-Chord hier spielen. Bringt aber nicht viel, weil du beim nächsten Mal, wenn du spielst, aufs A runterspringen musst. Also, wenn du das alleine in der Band spielst, das ist fast die trickreichste Stelle in dem ganzen Lied. Also, gib dem richtig Zeit. Oder, wenn du es allein spielst und dir die Wege zu weit sind, dann kannst du einmal das E hier spielen, mit der dicken E-Seite unten, leer. Ist im Grunde genommen derselbe Sound, fast identisch wie hier unten. Und dann das A kannst du dann beispielsweise hier spielen. Bringt dir aber nicht viel, du brauchst den Sprung, weil du von dem A hier dann auf das H gehen kannst. Es wird hier unten gespielt, man kann es natürlich auch hier spielen. Also ich möchte nicht zu 100% sagen, dass du es genauso spielen musst, wenn du einen Kompromiss eingehen musst, was die Sprünge angeht. Also schau mal rein, wie das aussieht, wenn ich das so spiele, wie es hier notiert ist mit den Sprüngen. Okay. 2, 3, 4. Habt ihr jetzt was gehört, nämlich auf dem A-Power-Chord hier habe ich einfach nur das Tremolo, du hast das nicht gesehen, weil ich es aus dem Bild hatte. Ich ziehe den Hebel nach vorne, dass du da sehen kannst, immer wenn du das Tremolo verwendest, versuche es bitte immer parallel zu den Saiten nach unten zu drücken, also nicht hier und dann nach unten drücken, sondern immer parallel, dasselbe nach hinten. Wenn ich es jetzt hinten habe, dann schiebe ich es hoch und wenn ich es vorne habe, dann drücke ich es runter. Das kann man so dreimal machen an der Stelle. Klingt sehr, sehr cool. Und der A-Power-Chord hier, der A5, der klingt dann weiter für insgesamt 4 Takte. Ja? Na, 4,5, hier haben wir 2/4 Takt. Und dann kommt ein B5, palm-muted. Eigentlich spielt das offen, soweit ich das in Erinnerung habe. Muss ich nochmal reinhören. Ich habe übrigens das gleich nachher hören wir auch ins Original rein, in das File, wie das gespielt wird. So, hier haben wir in der Tabulatur hier einen Doppelschlag auf dem E5. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tata, bam, bam, tata, bam, bam, tata. Das ist sehr schwer zu hören in der Originalaufnahme. Deswegen, du kannst einfach spielen, du kannst den B5 hier, den Power Chord. Und am Ende einfach nur so einen Doppelschlag mit Dead Notes machen. Ich höre eher Dead Notes wie das hier, aber wir hören nachher nochmal rein. Also von hier gehe ich nochmal rein und dann kannst du sehen, wie es weitergeht. 2, 3, 4. Thank you.
haben wir eine Änderung, die du gleich sehen wirst. Und zwar wird nicht immer die 3 hier ein Viertelton gebändet. Einmal, zweimal, ja doch, hier wird die leere E-Saite gespielt. Das klingt dann so, das A hier. Also hier nicht wieder das G mit dem Viertelton-Band. Man kann es aber machen, das interessiert wirklich niemand. Ist auch schwer zu hören in der Originalaufnahme, ist tatsächlich so, dass hier die leere E-Saite gespielt wird. Kleiner Hinweis. Also spielen wir das Ganze nochmal durch, dann könnt ihr genau beobachten, wie das aussieht. So, im Chorus. Das war der Chorus nochmal, ist also gar nicht so schwer, hier diese Null rein zu klatschen. Also man kann aber auch zweimal den H spielen. Oder fühlt sich nicht natürlich an die Null hier, aber gut, wenn es so ist, dann spielen wir es also. Super, dann kommt wieder eine Strophe, die ist identisch, die Strophe 2 mit Strophe 1. Dann kommt wieder die Geschichte mit dem Palm-Mutes, dem Doppelschlag, ein Chorus und dann kommt das Gitarrensolo. So, jetzt haben wir ein Gitarrensolo, wo etwas passiert, was ich nicht so toll finde. Also das ist jetzt mein einziger Kritikpunkt an dem Lied. Fällt einem gar nicht so auf, wenn man es sich anhört, aber wenn man darauf hingewiesen wird, fällt es einem auf. Nämlich, es kommt ein Gitarrensolo in E-Dur. Und was machen die Jungs oder Mädels? Die spielen den Lauf hier in E-Moll über das E-Dur-Solo. Nachher hören wir rein. Das klingt ein bisschen komisch. Ja? Also warum kann man ein Gitarrensolo dann nicht einfach nur, ja, Takt 41 bis Takt 45, warum kann man dann nicht einfach in diesem kurzen Solo die zweite Gitarre nur Akkorde spielen lassen? Also ich finde es hier nicht so gelungen. Es erzeugt so einen chaotischen Sound an der Stelle, dass man diesen Lick, also Einzelnoten, ein Mini-Solo über ein Gitarrensolo spielt. Das genug der Kritik. Ich blende jetzt nämlich das aus, weil das können wir gebrauchen. Und wir gehen hier rein in das Gitarrensolo. Das findet statt von Takt 41 bis zu Takt 47. Und das ist Kult. Das ist einfach Kult. Und hier werde ich euch jetzt einige super coole Sachen zeigen, die typisch sind für Rockgitarre und so geil klingen, dass es mir jetzt schon das Grinsen ins Gesicht treibt. Schaut mal hierher. Kurz nur über den Sound möchte ich kurz reden jetzt, bevor ich das Gitarrensolo spiele. Also ich bin hier im Helix, habe einen Soldano SLO, ein heißer Marshall. Auch hier wieder meine Art es zu machen ist, den Gain, den Drive nicht so weit hochzuziehen und die Verzerrung zu erreichen, sondern ich kicke einen zusätzlichen Overdrive, schalte den jetzt mal ab. Also das ist der Sound des Soldano ohne den Overdrive, der kommt jetzt hinzu. Und dadurch komme ich an diesen Sound ran, ja, den ich will. Ich forme also meinen Sound mit einem Overdrive-Pedal vor dem Amp. Komme dem Sound sehr, sehr nahe im Original. Was ich jetzt jedoch mache, ich habe hier einen Snapshot, den kannst du jetzt nicht sehen. Ah doch, du kannst es sehen. Und hör genau hin, was passiert. Der Sound hat sich geändert. Der Overdrive ist gleich geblieben, ein Echo ist hinzugekommen, ein IR ist hinzugekommen, und zwar, ich hätte es auch mit einer normalen Box machen können, aber ich wollte einfach einen ganz spezifischen Sound, einer 412 und so weiter und so weiter. Okay, und hier sind meine Settings, High Cut, Low Cut, und der Sound verändert sich hier genau hin von dem hier zu dem hier. Also er wird heller, er wird ein bisschen runder und er kommt mehr in den Vordergrund.
Das ist eigentlich das, was ich mit dem Gitarrensolo erreichen will. Und wie das dann klingt im Kontext, das hören wir uns jetzt an. Wir gehen jetzt in das Gitarrensolo rein und schauen erstmal, was passiert. Wir haben einmal die leere E-Saite, dann zwei Dead Notes, Palm muted. Und dann kommt ein sehr, sehr interessanter Effekt hier. Ich schiebe den Hebel nach vorne, dass du das besser sehen kannst. Also, leere E-Saite, ne? Mit einem Punkt hier unten, also betont. Und dann wieder, ihr hört, ich habe ein bisschen ein Echo drauf. Das passt wunderbar. Also nochmal gucken, wie viel das ist. Ich ziehe es im Mix noch ein bisschen runter, damit es nicht beim Lernen stört. Immer beim Lernen packe ich so wenig wie möglich Echo und Dinge rein, die den Sound allzu sehr verfärben. Das brauchen wir da nicht. Ne? Also, leere E-Saite. Palm muted. Zwei Schläge, einer runter, einer hoch. Finger liegen ganz leicht auf der Saite. Immer, wenn du das lernst, imitiere meine Handhaltung. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann steht hier oben With Slide Pinch Harmonic. Pinch Harmonic sind künstliche Obertöne, die erzeugt werden, indem das Plektrum ganz kurz gehalten wird. Man spielt nur nach unten. Ihr kennt das von Bands wie ZZ Top, ne? Wo dann beispielsweise würde da dann die Pentatonik, ich spiele sie jetzt mal in A, so klingen. Statt oder hier mit Leersaiten. Wie entsteht dieser Effekt? Der Effekt entsteht, indem du das Plektrum extrem kurz hältst. Ganz kurz das Plektrum halten, also nur so eine mini-mini-Spitze guckt raus und du drückst die Saite nach unten weg und beim Wegdrücken der Saite schlägt sie an die Kante deines Daumens und dann entstehen diese künstlichen Obertöne. Pinched Harmonics bedeutet eigentlich, to pinch somebody bedeutet jemanden zu fetzen. Also diese gefetzten Obertöne entstehen da. Das kannst du super üben. Leere G-Saite. Und die meisten dieser künstlichen Obertöne sind zwischen dem hinteren und dem vorderen Pickup hier. Ne? Oder auf der D-Saite. Auf der A-Saite. Selbsterklärend, du musst auf dem hinteren Tonabnehmer spielen und du brauchst viel Verzerrung. Ja, also nicht sparen, was die Verzerrung angeht. Ich ziehe jetzt hier sogar noch ein bisschen mehr Verzerrung rein, damit ich noch mehr diese Obertöne. Und das ist das, was man hört im Lied. Dann wird die, also schau hier rein, sorry, gehen wir in die Noten. Die 2 wird. Die zwei, also das Fies wird hier ein Halbton. Nochmal. Dann wird losgelassen auf die leere E-Saite und du drückst das Tremolo runter. Runter. Genau hier. Beim Hochkommen greifst du hier einen E7-Akkord. Das ist 7, 6, 7. Dieser Dreiklang ist ein E7. Der baut sich auf aus unserem C7-Akkord, der hier in den siebten Bund verschoben wird. Und wir nehmen nur die drei Töne hier. So greifen wir das. Und wir drücken also die Saite runter. Und hämmern den Akkord drauf. Wir können ihn noch. Wir können auch mit dem Plektrum spielen, aber wir haben hier wenig Zeit, weil dann geht es gleich los mit dem Solo. So, dieser Teil des Solos beginnt mit einem Slide in den 11. Bund und siehe da. Wir sind plötzlich in der E-Dur-Pentatonik Position 1. Vorhin waren wir in E-Moll. Jetzt gehen wir drei Bünde nach links. Das ist jetzt ein cooles, rock'n'rolliges Solo mit einem verzerrten Sound und ein bisschen Country drin. Wir sliden in den 11. Bund. Und
Und immer wenn du das siehst, diese Punkte hier, das sind kurze Töne, die kurz gespielt werden. Neun, elf auf der G-Seite. Ganztonband und dann 11 auf der G-Seite. Und das ist etwas typisch aus dem Country. Wir formen hier einen E-Dur-Klang. Und wie das Ganze gespielt wird, hier ist ganz wichtig, dass du die 13 hier oben mit dem Bending erreichst. Und das ist unsere Dur-Terz. Und ich mache das mit dem kleinen Finger hier unten auf der E- und auf der H-Seite. Ganz langsam. So, hier, das hier ist ein bisschen schwieriger, weil du musst hier die 12 spielen auf der H-Seite und die 11, während du die 12 spielst. Das ging einfach so toll, kommt aus dem Country. Die 12 bleibt hier liegen. Dann kommst du runter auf die 9. Spielst die 11 hier auf der D-Seite. Und dann kommt ein süßer Lauf. Und dann gehen wir in einen langen Abgang, der so klingt. Dann haben wir wieder unsere Dips hier auf dem A. Also jetzt bis hierhin klingt das Gitarrensolo im Originaltempo folgendermaßen. Und dann kommt der Abgang. Okay. So, jetzt hören wir uns diesen Part mal an auf Tempo 70. 3, 4. Also wirklich nicht so schwer, wie es hier in der Tabulatur aussieht. Ein bisschen Geduld, ein bisschen üben. Die Schwierigkeit ist mehr, dass das nicht chaotisch klingt und dass man hier mit dem Abdämpfen beim Benden dieses Doppelstops. Na hier, das klingt von Takt 43 rein in Takt 44. Und dann kommt Palm Muted die 9 dreimal auf der D-Seite. Ein Hammer-On. Die 9 kurz betont. Sind diese Töne hier. Ich markiere sie, dass du sie sehen kannst. Jetzt habt ihr gehört, was passiert, wenn beide Gitarren übereinander gespielt werden. Das lasse ich gleich nochmal vorlaufen. Das klingt an der Stelle nicht so schön, weil ich finde das Solo richtig gelungen. Und was wir dann haben, ist ein wunderschöner Abgang, der vielleicht auf den ersten Augenblick durch die 16. schwierig aussieht. Schwierig ist nur, dass man sich die Positionen merkt. Also von 9 auf 8. Ne? Schöne Auflösung auf dem A-Power-Chord. Ja, das ging an. Noch das mal auf Tempo 70. Ja, mit Vorzählen natürlich schon, sonst komme ich einfach nicht rein. Das ist ganz klar. Und hier, ich mute das und lasse nur das laufen. So. Come on. Okay, also wirklich nicht schwer.
Seite 4 und dann sofort ein A-Power-Chord. So, jetzt einmal das komplette Gitarren-Solo inklusive dem A hier hinten, plus Drums und Bass. Tempo 70. Einmal im Originaltempo, weil es super Spaß macht. Los geht's. 2, 3, 4. Gleich nochmal. Hört schon, der Sound ist so richtig, richtig, richtig fett und angenehm und ist das nicht cool? Im Grunde genommen haben wir jetzt fast schon alles durch. Ich wechsle jetzt wieder von dem Solo-Sound auf den Strophensound. Und dann spiele ich bis zum Schluss das durch. Du guckst hier einfach noch mal rein mit mir gemeinsam. Und dann haben wir es. So, was sind wir? Hier. Ab hier haben wir dann eine lange Pause. Moving on, it was me, yeah, me. Ja. Und dann geht es, also hier. Drei Takte, nochmal vier Takte Chorus und dann kommt der Outro-Chorus. Und der geht folgendermaßen. Und spielen wir jetzt einfach mit. Eins, zwei, drei und. Geht bis zum Schluss durch. Aber jetzt, was hört man denn da im Hintergrund? Da kommt die zweite Gitarre plötzlich. Und zwar für die letzten 8 Takte, wenn ich es richtig gezählt habe. Ja. Und macht folgendes. Ein E hier auf den Bünden 9, 9 und 12. Das sieht so aus. Ich bleibe auf den Sound. Also jetzt mache ich, kick das Pedal raus, also den Verzerrer. Gehe in die Zwischenposition. Hier kann man sehen, so, drehe die Lautstärke ein bisschen zurück und will das mal jetzt hören, was da genau passiert. Deswegen markiere ich das und mit Schlagzeug und lasse nur das laufen. Was passiert da? Okay, ganz einfache Geschichte. Einfach nur Wechselschlag rauf und runter. So, hier haben wir unseren E-Akkord im 7. Bund. Das ist die Hendrix-Umkehrung und das ist nichts anderes wie das. Der Finger hier auf den mittleren beiden Seiten im 9. Bund und der kleine Finger hier unten. Du kannst theoretisch den kleinen auf die E-Seite unten im 12. Bund noch ergänzen und dann hast du einen super schön klingenden E-Dur. Und das läuft im Hintergrund. Jetzt packen wir die andere Gitarre und den Bass noch dazu. Und dann kannst du das, hoffe ich, genau hören. Genau. Und ab hier lass es jetzt laufen. So, das ist eine Hookline. Klar, geht bis zum Ende durch. Und damit haben wir alles abgearbeitet. Ich möchte jetzt nur noch einmal darauf hinweisen und dir das zeigen, was mein Kritikpunkt war. Nämlich, dass bei Takt 41 hier im Lied in das Gitarrensolo, wir hören jetzt ins Gitarrensolo rein und schauen, was die zweite Gitarre spielt.
Und hört mal, wie sich das vermischt, und danach hören wir uns das Originalfile an. Also, ihr habt es gehört, ich hätte diesen Lick an der Stelle weggelassen, aber so haben sie sich damals im Studio entschieden. Was wir jetzt machen, wir hören uns das extrahierte File an. Und zwar beide Gitarren, so gut es ging, habe ich versucht, das zu extrahieren. Und so klingt das. Lass uns mal reinhören, was die da fabriziert haben. Let's do it. So, hier ist alles ein bisschen gedoppelt. Der ganze Sound ist so ziemlich stereo. Das ist jetzt mein File und dann hier nochmal reinhören ins Original. Und man hört ganz klar diesen Cut. Man hört also, die eine Gitarre spielt nur den Akkord und dann hört man plötzlich, wie die zweite Gitarre reinkommt und das hier spielt. Und ich glaube, wenn es einzeln spielst, klingt es in meinen Ohren flüssiger. So, auch hier hört man der Power Chord. Man hört diese Doppelung unten, hier, und dann das Gitarrensolo übereinander, also double-tracked, gemischt. So. Was ich jetzt mache, ich habe hier so einen Geheimtipp für euch, für alle Sound-Fetischisten unter uns. Schaut mal, was ich jetzt mache. Ich gehe in den Sound rein und pack einen Pitch-Shifter dazu. Schau mal her. Und zwar habe ich diesen Dual-Pitch eine Oktave höher eingestellt und eine Oktave tiefer. Hier also tiefer und hier höher. Plus 12 bedeutet 12 Halbtöne tiefer, plus minus 12, 12 Halbtöne tiefer, plus 12, 12 Halbtöne höher. Im Mix bin ich hier irgendwo bei 22%. Hör genau hin, ohne, wie das klingt. Und mit. Habt ihr es gehört? Fast noch ein Tick zu viel. Ich gehe mal auf 18. Besser. Und wenn ich jetzt den Power Chord hier spiele, erzeugt mir dieser Pitch Shifter unten noch ein kleines 18%iges Signal und gibt mir diesen tiefen Klang, den ich hier höre. Ja? So, genau hin. Ein bisschen mehr, ein Hauch mehr. Und jetzt bin ich ganz nah am Originalsound. Ja, ist halt mein Spaß, ne? Seit Jahrzehnten. Ich mache das einfach gern. Und nochmal, ich will nochmal hören, ob ich es auch beim Solo hinbekomme. Ja? Es ist so nah, dass es deckungsgleich klingt. Ne? Also lassen wir es weiterlaufen. So, hier hört man dreimal den A-Power-Chord. Und dreimal wird das Tremolo runtergedrückt. Ich schalte den Pitch-Shifter nochmal aus. Und dann geht's weiter. Geschwätzt. So, und ihr seht, in der Tabulatur ist zwar dieser Doppelschlag drin, aber der macht einfach nur. Und dann geht er wieder aufs E. Ne? Ob du jetzt hier spielst, so spielst und diesen Doppelschlag reinmachst, ich kann ihn hier nicht hören, aber ja, das sind ja Original-Doppelschläge.
so nah wie am Original nur möglich sind die Tabs anscheinend. Okay, gehen wir zum Gitarrensolo. Wir hören uns das an. Na, komm. Ah! So, ich kann jetzt sogar suchen, habe festgestellt, dass hier kurz vor dem hinteren Pickup dieser Oberton ist, den ich hier höre. Mal nochmal reinhören. Ist das interessant für euch? Schreibt mir das unten in die Kommentare unter dem Video. Sind diese Analysen etwas, was die euch was bringen? Oder mache ich mir hier zu viel Arbeit und ihr denkt, oh, das Video könnte 10 Minuten lang sein? Aber hört mal. Und was passiert dann? Ja. Also, ist das ein billiger Trick? Ne? Kann man nicht ein Gitarrensolo am Stück spielen? Wir müssen uns abmühen, das am Stück zu spielen. Und die machen es mit zwei Gitarren. Ne? Also. Der spielt einfach die zweite Gitarre, spielt hier den Akkord rein. Ne? Interessant. Und dann im Hintergrund das Gedudel der zweiten Gitarre. Finde ich nicht schön. Ne? Hätte man sich sparen können, weil der Reiz des Solos ist doch so schön. Also man hört hier super schöne Betonungen. Ja, überlagert ein bisschen. Natürlich jetzt im Extrahieren ist die Solo-Gitarre ein bisschen überlagert von der Rhythmusgitarre, weil beide Gitarrenspulen bekommt man frequenzmäßig nicht auseinander gepoolt. Ne? Ist sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Aber man hört die Akzente und ich kann das jetzt mal mitspielen. Zweimal. Das A klingt dann weiter. Und dann lange, lange, 12 Takte lang wird hier ohne Begleitung, no chords. Und jetzt kommt gleich diese Geschichte. Noch nicht. In der Aufnahme wird der Front-Pickup verwendet. Ist nicht aufdringlich, Front-Pickup. Okay, so das war auch jetzt noch die Soundanalyse von mir. Jetzt schauen wir mal in den Chat rein, ob ich noch Fragen habe. Hier hat man ganz klar, merkt man hier, eine ausgetüftelte Studioproduktion, die, wenn man das live spielen möchte, ja, gar nicht so einfach ist, wenn man das mit einer Gitarre spielt. Ne? Weil die tricksen an allen Ecken und Enden. Er macht den... So, ich muss natürlich wieder auf den Sound gehen für die Solo-Gitarre. So. Und die zweite Gitarre spielt den Akkord rein. Ne? Also, es ist eine Studioproduktion und wenn du das allein spielst, hast du ein bisschen Arbeit damit. Also, jetzt gucken wir mal rein in den Chat. So.
So, Kopinchen, Bending klappt in dem Tempo bei mir noch nicht so gut, muss ich noch fleißig üben. Also, das für euch ganz wichtig, wenn ihr euch das anschaut jetzt und im Nachhinein. Bendings sind das Stilmittel Nummer 1 auf der elektrischen Gitarre beim Solospiel. Also ist absolut essentiell, Halbtöne und Ganztöne. Später auch mehr, siehe David Gilmour, der bis zu 2,5 Töne benden kann. Das ist ja fast schon Weltrekord. Und ganz geniale Klänge damit erzeugen kann. Durch das Bending klingt die Gitarre sehr nah an der menschlichen Stimme und das macht die Gitarre auch einzigartig. Also, Solo-Gitarre, ganz entscheidend für deinen Sound, Bending und Vibrato. Also, Kopinchen, sei also nett, geh durch mein Video Bending and Vibrato und üb das. Das muss man Wochen, Monate trainieren, bis man das Gefühl bekommt. Und die Übungen, die ich in dem Video zeige, ich werde es unter diesem Video verlinken, diese Übungen sind essentiell, um solistisch auf der Gitarre richtig gut zu klingen. Okay? Bending ist ganz wichtig. Dann auf der Gitarre, wenn du von 10er Saiten auf 9er runter gehst, ist das locker 30% leichter. Also das wäre meine Empfehlung. Und meine Empfehlung ist sowieso immer eine Gitarre zu haben mit ein bisschen dünneren Saiten, um sich neue Techniken drauf zu schaffen, sodass man nicht gegen die Widerstände von dickeren Saiten ankämpfen muss. Das hilft sehr. Also unbedingt mal ausprobieren. Genau. Ja, die Idee mit dem Pitch-Shifter ist ein alter Tipp, der gerne verwendet wird, wenn man eine zweite Gitarre simulieren möchte. Nicht übertreiben, weil wenn man übertreibt, also wenn man so über 20% im Mix geht bei dem Pitch Shifter, dann kann es leicht künstlich klingen. Beispielsweise, wenn ich jetzt den Akkord spiele, ich gehe, ja, bleiben wir drauf. Ihr hört schon, da tut sich schon was, ne? Da tut sich schon was. Und ich muss aufpassen, im Mix bin ich jetzt bei 19, ich gehe runter auf 15. Und jetzt ist es viel besser. Jetzt klingt die Gitarre fett, aber nicht überfett. Hör genau hin, ohne den Pitch-Shifter. Mit. Bisschen mehr, geh auf 17%. Ja. Und der Pitch-Shifter erzeugt die Illusion einer zweiten Gitarre, die leicht, vielleicht im Millisekundenbereich verzögert dazu gespielt wird. Super. Gut, wenn es für euch interessant ist, dann werde ich das immer wieder, wo es passt und wo ich es hinzufügen kann, natürlich auch mit den Sounds erklären, wie ich das mache. Und ich denke, das ist dann so in einer Gitarrenstunde, jetzt sind wir ja gleich durch, eine Stunde genügt, um ein Lied zu lernen mit allen Details. Und viel mehr gibt es nicht zu sagen. Also, nochmal kurze Zusammenfassung. Wir haben in dem Lied drei Power Chords. E, A und H, im Englischen B. Wir haben einen Lick in der E-Moll-Pentatonik, der sehr, sehr cool klingt, mit Bendings, und den kann man wunderbar benutzen, um Bendings zu trainieren. Wir haben ein Gitarren-Solo drin, das im Rock'n'Roll-Style gespielt wird, in E-Dur, in der E-Dur-Pentatonik, mit einem schönen Abgang. Und wir haben dann zwei Gitarren gegen Ende, die eine spielt den Riff und die andere macht dann hier 16. drüber. Das war's. Mehr passiert in Isle of Rock and Roll nicht. Also was ist wirklich wichtig? Wichtig ist die knackige Spielweise der Power Chords, die Pausen einzuhalten und diese ein, zwei Soundtricks hier mit diesem Bending und dass man vor allen Dingen das in Time spielt, also dass man lernt das Abdämpfen. Und
und dann diese Licks und das Ganze dann auch wirklich gut trainiert, hunderte Male wiederholt, sodass man da nicht überlegen muss, weil man gleich so einen großen Sprung hat, was man machen muss. Also es ist wenig in dem Lied und das gibt dir wieder die Chance, eine coole Nummer zu lernen. Und lass dir Zeit, das geht nicht in einem Tag oder in 2, 3 Tagen. Lass dir Zeit. Und wenn du dir in einem Jahr ein halbes Dutzend dieser Rocksongs drauf schaffst, dann kannst du nach 3, 4 Jahren hast du schon ein ganzes Repertoire für eine Band. Das ist doch großartig. Hans-Jürgen, danke für die Spende. Das ist sehr, sehr nett von dir. Herzlichen Dank. Und ja, ein Looper hilft natürlich immer. André schreibt, ein Looper kann helfen. Wenn beim Alleinspielen, dann kannst du dir die Akkorde drauf spielen, na, diesen Riff, und dann spielst du das Gitarrensolo drüber. Und du trainierst sehr, sehr wertvoll, wenn du zu dir selbst trainierst. Wenn du dich aufnimmst, anhörst und dann zu deinem Timing dann drüber trainierst. Was kann ich noch sagen? Backing Tracks gibt es online. Also einfach zu den Backing Tracks üben, ohne Gitarre. Die Gitarre ist da ausgeblendet, könnt ihr ja wunderbar drüber spielen. Cool. Was noch? Super. Ich denke, das sollte es für heute gewesen sein. Ja, Michael, das ist sehr nett. Hallo, Servus nach Wien. Schön, dass du deine Gitarren spielst und nicht sammelst. Ja, ich bin absolut kein Sammler. Das heißt, die Gitarren, die hinter mir stehen, die werden gespielt. Entweder von mir oder vom Sebastian oder wer bei mir zu Besuch ist. Und ich bin kein Sammler. Ich seh den Sinn nicht da drin. Ne? Ich denke, ich muss mich ja dann auch jedes Mal umstellen, wenn ich dann, also ich verstehe Leute, die das als Wertanlage sehen oder im Studio sehr, sehr wichtig bestimmte Instrumente spielen wollen und aus der Studioerfahrung heraus dann ihre 10, 20 Instrumente brauchen. Das verstehe ich völlig. Aber wenn du spielst und Instrumente besitzt, dann solltest du die Anzahl so halten, dass du sie auch regelmäßig spielen kannst. Das tut den Instrumenten gut und du musst dich vom Spielgefühl nicht so oft umstellen. Und am Ende des Tages spielt man fast immer die gleichen 2, 3 Instrumente, weil sie einem dann doch am meisten am Herzen liegen. In diesem Sinne, das sollte es von meiner Seite heute gewesen sein. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich mit dem Songtutorial zu I Love Rock'n'Roll von in der Version von John Jett. Hör dir auch die anderen Coverversionen an, hör dir das Original an. Wichtig ist, hab Spaß damit. Nimm es in dein Repertoire auf. Wenn du eine gute Sängerin hast, spiel es mit deiner Band. Es kommt beim Publikum extrem gut an. Die können dann mitmachen und Spaß haben. Also, herzlichen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Jetzt am Wochenende habe ich einen Rhythmusgitarren-Workshop. Der erste Live-Workshop seit 3 Jahren. Und da bitte ich um Verständnis, dass ich nicht erreichbar bin in den nächsten Tagen. Ich werde schauen, ob ich nächste Woche am Dienstag fit genug bin, um dann die nächste Live-Runde zu machen. Und dann gibt es von mir aber das erzähle ich dann am Dienstag, eine längere Pause wegen einigen Dingen, die ich zu erledigen habe und so weiter. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß, alles Gute und ich würde mich freuen, bevor du gehst, ciao, dass du auf meiner Webseite vorbeischaust. Unter www.wipguitar.de kannst du mein Unterstützer werden. Das wäre ganz großartig, wenn du Unterstützer meiner Arbeit wirst. Und dann hast du dort Zugriff auf 1350 Videos, ganze Kurse, Lehrprogramme, mein Grundkurs und so weiter. Würde mich sehr freuen, wenn du da mitmachst. Ich bin auch auf Patreon, falls du dort sein möchtest, auf Englisch und hier ist alles auf Deutsch. Freue mich, dich beim nächsten Video wieder live dabei zu haben. Und bitte hinterlass ein Abo. Dankeschön.